willkommen bei Schiffe und Kreuzfahrten. Ich bin heute hier an Bord der Norwegian Jade und möchte euch diese nach dem Umbau einmal genauer vorstellen. Wir starten unseren Rundgang hier ganz oben auf Deck 15 mit Blick auf den Schornstein. Hier befindet sich ein Sonnendeck und wie ihr hier unschwer erkennen könnt, wäre hier auch die Stelle, wo es mit dem Helikopter von Bord geht, sollte es mal einen Notfall geben. Wir sind nun hier auf Deck 14. Hier befindet sich ein weiteres Sonnendeck und von hier aus kommt man dann auch schon direkt zu der Tribüne vom Sportplatz. Und weiter geht es, noch ein Deck tiefer. Und hier kommen wir auf Deck 13 auch schon zur Driving Range, wo ihr eure Abschläge fürs Golfen verbessern könnt. Natürlich könnt ihr hier an Bord an Deck auch Schach spielen. Mittschiffs befindet sich dann das Pooldeck. Hier werfen wir einmal von oben einen Blick auf die Pools. Und wie ihr hier sehen könnt, gibt es hier auf Deck 13 auch unzählige Liegeflächen. Jetzt gehen wir noch einmal ein Deck höher und zwar auf Deck 14. Hier befindet sich nämlich nochmal ein weiteres Sonnendeck. Ein Deck tiefer auf Deck 13 schauen wir jetzt auch mal nach innen und gehen dort direkt in die Spinnaker Lounge. Die Spinnaker Lounge, die befindet sich ganz hier vorne am Bug der Norwegian Jade und wie ihr hier gleich erkennen könnt, ist hier auch eine Tanzfläche und entsprechend kann hier am Abend natürlich auch bei Musik, bei Live-Musik das Tanzbein geschwungen werden. Auf der anderen Seite verlassen wir die Spinnaker Lounge auch schon wieder.
Hier auf der linken Seite am oberen Pooldeck befindet sich die Pitstop-Bar. Nun schauen wir wieder nach drinnen und zwar ist hier die Sugarcane Mojito Bar. Hier könnt ihr natürlich auch was essen und zwar im Moderno Churrascaria. Das ist allerdings aufpreispflichtig und ist im Reisepreis nicht inklusive. Von hier aus gehen wir dann auch schon weiter ins Cagney's Steakhouse. Das ist ein weiteres Spezialitätenrestaurant an Bord der Norwegian Jade und ist entsprechend ebenso aufpreispflichtig. Heck der Norwegian Jade angekommen, könnt ihr hier noch einen Blick auf den Sportplatz werfen. Hier geht es dann auch schon wieder ein Deck tiefer auf Deck 12 und hier befindet sich das Great Outdoors. Hier könnt ihr euch sowohl mit Getränken bedienen lassen und euch aber auch vom Buffet ganz gemütlich Essen mit nach draußen nehmen und hier beim besten Sonnenschein wie heute hier in Southampton euer Mittagessen oder euer Abendessen genießen. Direkt im Anschluss befindet sich das Restaurant La Cucina. Das ist ein italienisches Restaurant hier an Bord der Norwegian Jade. Und das ist ebenfalls ein Spezialitätenrestaurant, welches nicht im Preis inklusive ist.
Vom La Cucina aus machen wir einen Sprung ins Garden Café. Das ist das Buffet-Restaurant an Bord der Norwegian Jade. Hier im Buffet-Restaurant könnt ihr alle drei Hauptmahlzeiten zu euch nehmen, sowohl das Frühstück als auch das Mittagessen sowie das Abendessen. Die Auswahl hier am Buffet ist wirklich sehr groß und vielfältig. Vom Buffet-Restaurant kommen wir nun auch schon wieder zum Pooldeck, dieses Mal allerdings auf Deck 12. Hier auf der rechten Seite befindet sich ein Fotostudio, wo ihr Studioaufnahmen von euch machen lassen könnt. Und direkt eine Tür weiter befindet sich ein, ja, wie soll man sagen, Kartenzimmer, Spielzimmer. Und auch eine Bibliothek gibt es an Bord der Norwegian Jade. Für die nötige Erholung ist hier dann auch der Eingang zum Spa-Bereich. Und wenn ihr eure zugefutterten Pfunde wieder loswerden möchtet, dann seid ihr hier im Fitnessstudio wahrscheinlich am besten aufgehoben. Wir sprinten hier zurück und drehen nochmal eine Runde über das Pooldeck. Hier auf der linken Seite befindet sich der Topsiders Grill.
Die Speisen, die ihr hier zu euch nehmen könnt, sind im Reisepreis bereits inklusive. Hier ganz hinten in der Ecke versteckt, da befindet sich dann auch nochmal ein kleiner Planschbereich für Kleinkinder. Für Kids und Teens gibt es dann hier noch einmal die Videoarkade mit diversen Videospielen und Spielautomaten. Außerdem befindet sich hier auch der Entourage Teens Club, der im Moment allerdings geschlossen hat. Aber selbst wenn er geöffnet hätte, wäre der Zutritt für mich wahrscheinlich verboten, denn hier ist elternfreie Zone. Und die kleinsten Passagiere, die sind hier im Kids Club der Norwegian Jade am besten aufgehoben. Und zwar im Splash Club. Nun haben wir inzwischen einen Sprung auf Deck 8 gemacht und gehen nun ins Oceans. Das ist eine Bar und ein Grill. Hier sind die Speisen bereits im Reisepreis inklusive. Nun befinden wir uns auf Deck 7 in der Atrium Bar. Wer vor der Renovierung, vor dem Umbau bereits an Bord der Norwegian Jade war, der wird feststellen, dass hier vorher die bunte Aloha Bar war, die nun allerdings einer etwas schlichteren Bar weichen musste. Hier geradeaus zu ist dann auch die Rezeption. Hier könnt ihr auch Restaurantreservierungen vornehmen. Etwas weiter befindet sich dann auch die Fotogalerie. Hier könnt ihr digital eure Fotos, die von euch während der Reise gemacht werden, bestellen und dann entsprechend auch kaufen. Und hier vorne ist dann auch nochmal ein Duty-Free-Shop. Der hat jetzt allerdings während unserer Liegezeit hier im Hafen von Southampton geschlossen. Der Norwegian Jade gibt es auch eine Art Gallery,
eine Kunstgalerie sozusagen. Und ja, da gehen wir gerade im Moment durch. Von hier aus geht es dann auch wieder weiter ins Atrium. Hier auf der rechten Seite befindet sich dann wieder die Rezeption und hier habt ihr auch die Möglichkeit, Geld zu wechseln und auch euer Bordkonto zu aktivieren. Auf der linken Seite hier dann der Ausflugsschalter und hier in der Mitte nochmal die Atriumbar. Hier auf der linken Seite befindet sich das Jasmine Restaurant. Das ist das asiatische Restaurant an Bord der Norwegian Jade. Das ist soweit im Reisepreis inklusive. Lediglich das Sushi und auch das Teppanyaki sind aufpreispflichtig. Von hier aus geht es weiter in die Bliss Lounge. Von der Bliss Lounge kommen wir dann direkt ins Stardust Theater. Hier habt ihr auch die Möglichkeit, nach außen zu gehen und hier ein paar Schritte zu laufen. Wie man hier hinten erkennen kann, findet hier allerdings gerade die Einschiffung statt. Wieder ein Deck tiefer kommen wir nun ins Jade Club Casino. Und wie man ja gleich erkennen kann, ist das ja für amerikanische Verhältnisse gemacht und dementsprechend ziemlich groß im Vergleich zum Beispiel zu Schiffen, die für den deutschen Markt konzipiert wurden.
Vom Theater geht es dann weiter in die Magnums Champagner and Wine Bar. Hier auf der rechten Seite befindet sich eine Zigarlounge, wo entsprechend auch im Innenraum geraucht werden darf. Und von hier aus kommen wir auch direkt in ein weiteres Spezialitätenrestaurant, nämlich das Le Bistrot. Spezialitätenrestaurant verrät es uns schon fast. Auch hier müssen die Speisen zusätzlich gezahlt werden und sind nicht im Reisepreis inklusive. Hier auf der rechten Seite ist dann auch die Mixers, Martini und Cocktails Bar. Und wie im fließenden Übergang findet ihr hier auch Tankards, Bier und Whisky Bar. Hier geradeaus zu seht ihr einen von vielen Monitoren hier an Bord der Norwegian Jade. Hier wird euch immer angezeigt, in welchen Restaurants für den jeweiligen Abend noch Kapazitäten frei sind und wo die Kapazitäten schon ausgebucht sind. Nun kommen wir hier in eines der beiden Hauptrestaurants an Bord der Norwegian Jade, und zwar ins Alizar-Restaurant. Und ganz am Heck von Deck 6 befindet sich das zweite Hauptrestaurant, das Grand Pacific. Sowohl im Alizar-Restaurant als auch im Grand Pacific sind die Speisen natürlich im Reisepreis bereits inbegriffen. Somit haben wir nun alle öffentlichen Bereiche an Bord der Norwegian Jade gesehen und unser Rundgang ist somit für beendet erklärt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet einen Eindruck über das frisch renovierte Schiff gewinnen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann postet die doch gerne in die Kommentare und ich werde sie euch selbstverständlich beantworten. Ansonsten, ja, würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ich sage an dieser Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal.